Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe, wo wir uns eure Automationen anschauen und uns von den Ideen, die wir darin sehen, gegenseitig befruchten, gegenseitig mit den Ideen bestäuben, uns gegenseitig von euren Ideen inspirieren zu lassen. Ich habe jedenfalls wieder eine Menge von schönen Videos von euch zugeschickt bekommen mit Ideen völlig unterschiedlicher Größe aus allen möglichen Systemen, aber ich habe auch ein paar Sachen da drin gesehen, die ich zwar nicht eins zu eins so umsetzen kann oder will, aber die mir einen Denkanstoß gegeben haben für zukünftige Möglichkeiten. Viel Spaß! Das heutige Video wird unterstützt von Cevdesk, aber da erzähle ich später im Video noch was zu. Und wenn du auch Automationen hast, die du mir zukommen lassen möchtest, dann findest du unten in der Videobeschreibung die Möglichkeit, wie du das für die nächste Folge tun kannst. Fangen wir an mit der Akara Katzenklo-Automation von Jens, denn letztes Mal musste ich mir anhören, wo sind denn die im Titel angekündigten Tiere? Hier. Nein, hier. Hier sind sie. Also er hat einen Bewegungssensor in das Katzenklo gebaut und das meldet dann eben, wann es ausgelöst hat. Und durch die Tatsache, dass er Home Assistant benutzt, kann das Ganze protokolliert werden und er kann sehen, wie oft im Zweifelsfall die Katzentür benutzt wurde. Die Frage als jemand, der keine Katzen hat und auch mit keinen jemals zusammen gewohnt hat, die betreten das nicht, wenn sie da nicht rein müssen, oder? Also das heißt, wenn er da eine Auslösung auf dem Sensor hat, dann war die Katze auch wirklich auf dem Klo. Die spielen da nicht mit dem Streu. Gehe ich mal von aus. Ganz spannend. Für mich noch spannender wäre eigentlich, wenn die sich dann auch selbst reinigen würde. Aber es muss ja auch Steigerungspotenzial für zukünftige Folgen geben. So, dann haben wir von Manuel ein Video über die Türgriffsteuerung seiner Beschattung. Oder die Beschattungssteuerung durch seinen Türgriff. Wir schauen mal rein. Hallo zusammen, ich zeige euch heute die Steuerung der Beschattung über einen Türgriffsensor. Ja. Das ist dieses Ding hier am Türgriff, der erkennt. Das sind die Homematic-Türgriffe mit eingebautem Sensor. Da bin ich ja einigermaßen eifersüchtig, dass es keine vernünftige HomeKit-Alternative dazu gibt im Moment. Weil die im Gegensatz zu einem Fenstersensor eben auch einfach erkennen, in welcher Stellung sie sind. Das heißt, auch wenn die Tür geschlossen ist, aber der Griff in der Offenstellung, so dass man die Tür von außen aufdrücken kann. Ja. Eines Tages. Die Stellung nach unten, horizontal und auch nach oben. Der Sinn des Ganzen ist, wenn ich den jetzt auf die Horizontale fahre und will ja nach außen gehen, fahren automatisch die RAV-Stores nach oben und ich könnte jetzt auf die aktuell noch nicht vorhandene Terrasse gehen. Warum mache ich das über so einen Sensor, nicht über einen normalen Tür- und Fenstersensor? Ganz einfach, ich bin ja dann jetzt abends draußen, irgendwann einmal, und schließe die Tür von außen, wenn man will ja auch keine Schnaken drin haben. Schnaken sind Schuster, oder? Ja, na gut. In dem Fall würde jetzt eventuell die Automatik entscheiden, jetzt ist Zeit, das Haus zu beschatten. Und fährt nach unten und ich müsste dann wie Indiana Jones noch unter dem sich schließenden RAV-Store durchhuschen. Das will ich natürlich nicht. Und deswegen ist der einfach so lange gesperrt, wie der Griff in der Horizontale bleibt. Wenn ich ihn jetzt nach oben fahre, Lüftungsstellung, wird das Ganze ignoriert. Dann fahren also die RAV-Stores wieder nach unten dementsprechend. Und genau das, was Sonne, ich gesagt habe. Außen. Ja. Er kann das Ganze über die Griffsteuerung machen. Sehr schön, sehr schön. Und es führt nicht dazu, dass ich weniger neidisch auf die Homatic-Nutzer bin, die einen solchen Sensor in ihrem System haben. Gerade abends eine Benachrichtigung bei der Gute-Nacht-Szene zu bekommen, dass die Tür im Zweifelsfall noch nicht geschlossen ist, das wäre schon gut. Die Morgenroutine von Alexander schauen wir uns jetzt an. Guten Morgen, Alexander. Hier ist das aktuelle Wetter. Die Temperatur beträgt 21 Grad. Die Höchsttemperatur wird 23 Grad erreichen und es ist meist wolkenlos. Du hast heute noch einen Termin. 11 Uhr bis 12 Uhr, Spiel und Zeug anschauen.
Folgenden Eintrag habe ich in deinem Geburtstagskalender gefunden. Spiel- und Zeugkanal, 6. Geburtstag. Die folgende Erinnerung steht heute an. Von der Liste Todo. Name, Automation vorstellen, zu erledigen bis 0 Uhr. Sehr schön, Alexander. Ich würde sagen, das To-Do kannst du abhaken. Ja, finde ich super. Sowas wollte ich mir neulich auch schon bauen. Ich habe sogar schon mal angefangen. Wir können ja mal eben, reinschauen. Ich hatte irgendwo auf Reddit oder so eine super aufwendige Geschichte gesehen und habe angefangen, eine zu bauen. Guten Morgen, Andreas. Heute ist 08.7.2020, 21.15 Uhr. Ja, weiter bin ich dann nicht gekommen. Finden wir vielleicht die Reddit-Geschichte auf Anhieb, auf die Schnelle? Da haben wir sie. Da ist nämlich der User Asiane33 völlig eskaliert. Mit 100.000 Abfragen für alles Mögliche. Und ich glaube, er zeigt das jetzt auch irgendwo einmal. Good morning, Eric. Hope you had a good night's sleep. It is now time to wake up and start the day. Today is Thursday, May 21st, and the time is 2:20 p.m. It is currently 60 degrees Fahrenheit in Lexington and cloudy. The high for today is 70 with a low of 60. Today will be warm. You will be fine in a shirt with pants or shorts. It will not be too windy today, with a wind speed of only 10 miles per hour. It will most likely not rain today, as there is only a 20% chance of rain. Battery level is at 36%. Battery charged sufficiently. Don't forget these upcoming events for today. Wie ihr seht, er ist ein bisschen eskaliert. Ich verstehe nicht, wie man ein Leben führen kann, wo man morgens in den Tag startet mit irgendwie 30% Akku. Aber hey. Alexander, ich finde das ziemlich cool, was du gebaut hast. Ich habe mir das angeguckt, was dieser Typ gebaut hat. Das ist natürlich völlig übertrieben. Aber was ich ganz cool finde bei dieser Geschichte ist, dass man diesen Shortcut halt so nach und nach für sich weiterentwickeln kann. Ich müsste jetzt erstmal an den Punkt kommen, dass vernünftig das Datum organisch ausgesprochen wird. Aber vielleicht hast du mich inspiriert, dass ich mich nochmal ein bisschen mehr mit der Geschichte auseinandersetze. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. So, bevor wir gleich zur überraschendsten Lösung des heutigen Videos kommen, möchte ich dir eine kleine Automation zeigen, die ich jetzt schon eine Weile im Einsatz habe. Und die betrifft Safdesk, den Sponsor des heutigen Videos. Safdesk ist eine Online-Buchhaltungslösung. Und wenn ich jetzt irgendwo auf meinen iOS-Geräten über ein Dokument stolper, das irgendwie relevant ist für meine Buchhaltungssoftware, dann habe ich mir hier einen kleinen Share Sheet Shortcut gebaut, mit dem ich das direkt zu Safdesk importieren kann. Ob das im E-Mail-Eingang ist oder ob das auf irgendeiner Website ist, wo es das PDF im Kundenbereich zum Runterladen gibt, dieses Share Sheet akzeptiert dann, was auch immer ich da hinschmeiße, speichert es in meinem iCloud-Ordner im Unterordner Belege, von wo es dann automatisch wegsortiert wird. Das ist ein Thema für einen anderen Tag. Und die gesicherte Datei wird dann automatisch per E-Mail an die Inbox von Safdesk gesendet. Und warum mache ich das so umständlich, wenn ich das doch gerade im E-Mail-Programm einfach weiterleiten könnte? Safdesk schaut auf den Absender. Also wenn ich was weiterleite, dann muss ich das mit meiner E-Mail, mit der ich bei Safdesk angemeldet bin, weiterleiten, damit das auch entsprechend meinem Account zugeordnet wird. Das habe ich ein paar Mal vergeigt und daraufhin habe ich mir diesen Shortcut angelegt, weil man hier eben einstellen kann, von welcher E-Mail das geschickt werden soll. Und damit habe ich keine Chance mehr, das zu verbaseln. Und dann wird der weitergeleitete Beleg von Safdesk automatisch meinem Account zugeordnet. Von da kann ich es mit einer Buchung auf meinem Konto verknüpfen und dann automatisch zu meinem Steuerberater exportieren. Buchhaltung hat für mich noch nie so einfach und reibungslos funktioniert wie damit. Und Safdesk hat alles, was du von einer Online-Buchhaltungssoftware erwartest, zu Preisen, die du wahrscheinlich nicht erwartest. Ich habe vorher fast doppelt so viel für meine Online-Buchhaltungssoftware gezahlt und war deutlich weniger zufrieden, als ich es jetzt bin. Wenn du Safdesk ausprobieren willst mit allen möglichen Funktionen von Zeiterfassung über Inventarverwaltung zu Rechnungen und wiederkehrenden Rechnungsschreiben, Anbindungen an Online-Shops, dann benutzt gerne den Link unten in der Videobeschreibung für eine kostenlose Testphase. Und wenn du am Ende von dieser Testphase überzeugt bist, dann benutze den Code 50spielzeug3m, um für die ersten 3 Monate 50% zu sparen und gleichzeitig noch meinen Kanal zu unterstützen. Vielen Dank, Safdesk, für die Erleichterung meiner Buchhaltung, die Unterstützung dieses Videos. Und jetzt schauen wir uns an, was man mit einem Fenstersensor so machen kann. So, dann haben wir hier den Feuerwehreinsatz von Maurice. Achtung! Einsatzalarm der Feuerwehr. Geräte werden nach Alarmbestätigung ausgeschaltet.
Achtung! Einsatzalarm der Feuerwehr. Zum Bestätigen Melder aus Station nehmen. Achtung! Einsatzalarm der Feuerwehr. Maurice, hattest du mir mal geschrieben? Alarmierung bestätigt. Hey ho und herzlich. Also hatten wir über das Thema mal gesprochen? In diesem neuen Video. Ja, oder ist das einfach ein Thema, das mehr Leute beschäftigt, als ich dachte? Dass wir einen Funkmeldeempfänger in unser Smart Home mit einbinden. Mir war dabei besonders wichtig, dass das Ganze Alexa-kompatibel ist, weil einfach mein ganzes Smart Home auf Alexa aufgebaut ist. Ja, was wir dazu brauchen, ist eigentlich gar nicht so viel und auch gar nicht teuer. Zum einen brauchen wir so einen Wi-Fi-Türschalter, der Alexa-kompatibel ist, und ein Elektromagnet. Ich habe jetzt einfach so einen 5-Volt-Magnet genommen. Und das ist natürlich eine sehr spannende Geschichte. Ich weiß nicht, ob du es warst, aber irgendjemand hatte mich mal für genau diesen Anwendungsfall für den Einsatzmelder der Feuerwehr angeschrieben, ob ich da eine Idee hätte. Aber tatsächlich an dem Ausgang von dem Melder einen Elektromagneten anzuschließen, der dann einen Tür-Fenster-Kontakt schließt. Also das sind ja im Prinzip auch immer nur ein Magnet und ein Magnetsensor, der dann sieht, ob der Magnet in der Nähe ist. Und das Ganze einfach umzukrempeln und zu sagen, der Magnet ist zwar die ganze Zeit da, aber er ist nur magnetisch, wenn er Strom bekommt, finde ich sehr spannend. Also Maurice hat da auch ein ganzes Video zu gebastelt, das verlinke ich unten. Das ist jetzt 5 Minuten 34, wenn wir uns das komplett selber angucken. Aber das ist so ein Punkt von einer Sache, die ich jetzt hier sehe und in meinem Repertoire aufnehme. Und wenn ich in Zukunft irgendwas habe, wo ich irgendwie keinen Sensor in die Geschichte reinbekomme, die vor mir liegt, dann weiß ich, dass es die Möglichkeit gibt, einfach einen Elektromagneten anzusteuern. Und wenn der eine Spannung anliegen hat, ist er ein Magnet. Und wenn nicht, ist er keiner. Und damit ist der Fensterkontakt offen oder geschlossen. Sehr coole Idee. Sehr, sehr coole Idee. Meine Lieblingsautomation ist die Badezimmer-Fenster-Timer-Automation, weil ich regelmäßig vergesse, mein Badezimmerfenster zu schließen. Die Funktionsweise ist denkbar einfach. Man öffnet das Fenster und es wird ein Timer gestartet mit 30 Minuten. Wenn der Timer abgelaufen ist, also 0 erreicht, dann wird der Timer einfach erneut gestartet mit nochmal 30 Minuten und ich bekomme eine Benachrichtigung mit eigener Message. Das kann auf ein iPhone, eine Apple Watch oder einen Fire TV Stick passieren. Wenn das Fenster geschlossen wird, wird der Timer gestoppt und ich bekomme noch eine Benachrichtigung, wieder mit einer eigenen Nachricht, wie ich das möchte. Auch ganz spannend, was Oliver sich hier gebaut hat. Also die Tatsache ist ja, eine Benachrichtigung, wenn ein HomeKit-Sensor geschlossen wird, könnte er auch einfach direkt mit HomeKit schicken. Aber das ist ja hier gar nicht die Idee. Es geht ja vielmehr darum, eine Benachrichtigung zu bekommen, dass das Fenster noch offen ist. Und natürlich ist das so ein bisschen eine Krücke, einfach immer 30 Minuten einen Wecker laufen zu lassen und wenn der abläuft, Benachrichtigung schicken und noch einen Wecker loszuschicken. Allerdings ist es auch so, dass es von Apple keine vernünftige Lösung für dieses Problem gibt. Und das finde ich ganz spannend. Im Hintergrund benutzt der Home Assistant für die Logik und ansonsten eben den Eve Door and Window, den wir gesehen haben, und die Apple-Geräte, Apple Watch, iPhone, iPad. Sehr cool. Auch wenn es schön wäre, direkt 30 Minuten nachdem ein Sensor geöffnet wurde, eine Automation ablaufen zu lassen oder einen Shortcut, indem man sich eine Erinnerung schickt und im Zweifel sagt, erinnere mich in 30 Minuten nochmal. Das sollte eigentlich nicht sein, wofür man eine externe Lösung braucht. Direkt würde ich das so bei mir nicht einsetzen, weil wir Badezimmerfenster teilweise sehr lange offen lassen, gerade im ersten Obergeschoss. Allerdings ist das ja auch nicht auf Badezimmerfenster beschränkt. Also gerade hier mit Dachfenstern wäre das wiederum ganz sinnvoll. Es ist schade, dass es notwendig ist, zu solchen Hacks zu greifen. Aber da es notwendig ist, hat Oliver eben zu diesem Hack gegriffen. Und jetzt wieder was ganz Kurzes. Dann müssen wir ja nochmal von vorne, dass wir es nicht verpassen. So, Handy, MacFit, Eintrittskarte und der Shortcut MacFit wird ausgelöst. Okay, ja, ich hätte jetzt eher erwartet, dass da irgendwie, weiß ich auch nicht, die Workout-Playlist lospumpt und der
Rap-Counter aufgemacht wird und meinetwegen der Eiweißshaker vorgeheizt. Aber auf der anderen Seite sind das Sachen, die sich dann einfach über den Ort lösen lassen. Also wenn man in dem jeweiligen Fitnessstudio seiner Wahl ist. Ist jetzt sicherlich nicht die Automation, die dir das meiste im Alltag abnimmt, aber es ist ganz spaßig und dann einfach die Karte zu ziehen, draufzuhalten, im Zweifel in der Schule, wenn man gerade nicht reden darf. Sollte ich Leute dazu anstiften? Naja, wie gesagt, jetzt nicht der größte Produktivitätsboost, aber ganz lustig. Kommen wir zum Tesla-Laden mit Christian. Bei meiner Automation handelt es sich um eine Automation des Autos. Und zwar habe ich ein Tesla-Elektroauto, was ich automatisch laden möchte, sobald mit meiner Solaranlage auf der rechten Seite hier genug Strom produziert wird. Man sieht, momentan werden mehr als 10 Kilowatt in das Stromnetz eingespeist. Das heißt, es ist genug Strom vorhanden. Jetzt kann ich natürlich hergehen und manuell mein Auto anfangen zu laden, aber ich möchte das gern automatisieren. Und auf der linken Seite habe ich auf einem... Niemand will manuell irgendwas tun. Das ist ja die Idee von dem Ganzen hier. Das Home Automation System OpenHub installiert. OpenHub ist angeschlossen sowohl an meinen Tesla als auch an meinen Fronius Umrichter von der Solaranlage. Und man sieht, momentan ist der Ladestatus hier auf Stopped. Das Auto lädt also nicht. Jetzt haben wir auf der rechten Seite den Blick aufs Auto, weiterhin Stopped. Und auf der linken Seite gibt es eine ganze Menge Regeln, die man definieren kann. Für die einfachste Automation brauche ich nur zwei. Die eine Regel, die startet das Laden des Autos. Und die zweite Regel, die genau diese ansteuert, ist diese hier, nämlich die prüft, ob genug Strom produziert wird. Wir prüfen alle 10 Sekunden, kommt ein Update, wie viel Strom wird denn gerade bezogen bzw. eingespeist. Wenn dieser Wert des Bezugs im Negativen ist, dann heißt das, dass eingespeist wird. Und sobald mehr eingespeist wird als 3,5 Kilowatt, sprich der Wert ist kleiner als minus 3500, dann soll die nächste Regel ausgeführt werden, nämlich dass das Auto anfängt zu laden. Die aktivieren wir jetzt mal und dann warten wir ein bisschen und dann sehen wir gleich hier auf der rechten Seite, das kann jetzt ein paar Sekunden dauern, bis die Updates alle durchgelaufen sind, dass hier der Ladestatus automatisch ändert. Und da haben wir es. Jetzt ist er umgesprungen auf Charging und das Auto lädt. Und das können wir auch gleichzeitig zeigen, wenn wir wieder wechseln auf die Ansicht für die Solaranlage. Das dauert auch dort jetzt ein klein bisschen. Dann werden sich nämlich die Werte hier verändern. Und statt nur 700 Watt Verbrauch geht der Verbrauch hoch auf mehr als 2,7 Kilowatt. Das heißt, wir verbrauchen sehr viel mehr Strom selber dadurch, dass wir das Auto laden. Da sind wir jetzt sogar auf 4 Kilowatt hoch. Sehr cool, also sehr spannend. Man sieht ein bisschen, dass OpenHub dann doch an ein paar Stellen so ein bisschen erfordert, ein bisschen tiefer einzutauchen. Und auch sehr cool zu sehen, Haus und Solaranlage wirklich alles im gleichen System am Laufen zu haben. Und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Natürlich ist so ein bisschen die Frage in diesem konkreten Beispiel, wenn du jetzt mit deinem Elektroauto zu Hause stehst und darauf wartest, dass die Solaranlage entsprechend viel produziert, dann ist das ja wahrscheinlich irgendwie tagsüber. Für jemanden, der tagsüber unterwegs ist und abends lädt, hilft diese Automation. Aber gut, das ist eben diese konkrete Automation. Und im Zweifel reicht es vielleicht auch, wenn man einen sehr kurzen Arbeitsweg hat, einfach am Wochenende zu laden. Und es muss ja auch nicht die einzige Regel sein, wann das Auto geladen wird. Aber sehr cool, das alles so im Zusammenspiel zu sehen. Und ein Tesla in der Automation mit einer Solaranlage. Und habe ich gerade bei dieser Elektrogeschichte gesagt, dass sie sehr spannend ist? Ist das ein Elektrikerwitz? Was ist aus diesem Kanal geworden? So, und dann haben wir noch eine zweite Automation von Jens. Die schauen wir uns auch nochmal eben an. Wie er Counter-Strike in sein Smart Home eingebunden hat. Oder sein Smart Home in Counter-Strike. Counter-Strike ist auch schon ein bisschen her bei mir. Ist ganz spannend zu sehen. Der geht ja offensichtlich nicht auf das ein, was auf dem Bildschirm passiert, sondern auf In-Game-Events. Also anders als bei der U-Sync-Geschichte, die
das Bild analysiert und die Farben deiner Leuchtmittel entsprechend einstellt, scheint es hier ja wirklich um Events im Spiel zu gehen. Das heißt, der Raum passt sich an. Wenn die Bombe gelegt ist, dann wird der Raum rot und es wabert. Die Frage ist natürlich, bringt dir das wirklich im Spiel einen Vorteil? Oder steigert es vor allem irgendwie den Druck im Zweifelsfall und ist damit vielleicht sogar kontraproduktiv? Counter. Ja, vielleicht. Also gerade sowas wie, dass die Bombe gelegt ist, wenn du irgendwie... Ja, du solltest ja im Zweifelsfall dann immer so ein bisschen besser ein Gefühl dafür haben, was eigentlich gerade Tango ist im Spiel. Vielleicht ist es doch ein Mehrwert. Vielleicht unterschätze ich das. Und es ist etwas komplett anderes als die anderen Sachen, die wir hier bisher so gesehen haben. Und er hat das Ganze in Home Assistant gebaut, wenn der Titel seines Videos keine Lüge ist. Wenn du noch Fragen zu den gezeigten Automationen hast, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare und dann können ich oder diejenigen, die die eingesendet haben, vielleicht darauf eingehen. Wenn auch du Automationen hast, die ich hier vorstellen sollte in Zukunft, weil sie als Inspiration für jemand anderen dienen können und du hast gesehen, das muss nicht immer irgendwas super Aufwendiges sein. Das kann auch eine kleine Geschichte sein, die für dich einfach super sinnvoll ist. Und im Zweifel inspiriert sie andere dafür, eine ähnlich kleine oder eine ganz andere Sache, aber mit dieser Geschichte im Zentrum aufzubauen. Wenn du auch was zu zeigen hast, dann habe ich unten in der Videobeschreibung einen Link, wo du mir deine Sachen zukommen lassen kannst, so dass ich sie in der nächsten Folge zeigen kann. Vielen Dank an alle für die Einsendungen bei diesem Mal und auch die, die ich nicht mehr geschafft habe zu zeigen. Vielleicht kann ich davon noch was in der nächsten Folge verwursten. Wenn dir das Ganze geholfen hat, wenn es dir vielleicht den ein oder anderen Impuls gegeben hat, was du in Zukunft bei dir zu Hause auch machen könntest, dann abonniere gerne den Kanal, dann verpasst du zukünftige Ausgaben von Menschen, Tiere, Automationen nicht und auch nicht von anderen Videos, die Smart Home Themen und Technik für zu Hause betreffen. Und bis es soweit ist und bis ich neue Sachen hochlade, kannst du hier weiterschauen. Oder hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.